Das ist etwas, wo ich mir wirklich wünschen würde, dass all die Autofans, die jahrzehntelang ihre Partys hatten, ja, dass sie jetzt endlich mal auch verstehen, wir leben im 21. Jahrhundert, Dinge müssen wir verändern, sonst geht es auf so vielen Ebenen und nicht nur im Klimaschutz nicht weiter. Wir starten direkt mit der ersten Frage von 13 Fragen, mit der Konfliktfrage. Müssen Innenstädte autofrei werden oder zumindest weitestgehend autofrei werden? Wenn ihr sagt, ja, auf jeden Fall, dann geht ihr jetzt bitte aufs grüne Feld. Und wenn ihr sagt, nein, auf gar keinen Fall, dann geht ihr jetzt bitte aufs gelbe Feld. Jeder Haushalt besitzt durchschnittlich mehr als ein Auto in Deutschland. Die Zahl der zugelassenen Pkw ist im letzten Jahr sogar gestiegen. Und das, obwohl wir gerade jetzt eigentlich alles dafür tun sollten, CO2 einzusparen. Und das Klima ist ja nur die eine Sache. Staus, vollgepackte Innenstädte, Unfälle, all das könnte durch weniger Autoverkehr reduziert werden. Sprich, mehr Lebensqualität für alle. Das sagt zumindest die eine Seite. Die andere Seite ist sich sicher, Autos verbieten, das ist komplett realitätsfern. Es schadet der Wirtschaft, es schränkt die Freiheitsrechte ein und es diskriminiert auch noch genau diejenigen, die auf ihr Auto angewiesen sind. Ihr merkt, die Fronten sind verhärtet, aber ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass wir heute den einen oder anderen Kompromiss finden oder ja vielleicht sogar eine Lösung, wie wir in Zukunft Mobilität für uns alle, aber eben auch fürs Klima besser gestalten können. Aber jetzt erstmal die Frage an euch. Wo auf dem Feld würdet ihr stehen? Grün oder gelb? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann gilt für euch, liebe Gäste, ab jetzt, wenn ihr der anderen Seite in einem Argument, in einem Punkt, was auch immer zustimmt, dann könnt ihr gerne einen Schritt nach vorne gehen. Und wenn ihr der anderen Seite überhaupt nicht zustimmt in etwas, meinetwegen auch während die andere Person redet und ihr möchtet das unbedingt zum Ausdruck bringen, dann geht ihr einen Schritt zurück ins hintere Feld. Mein Ziel ist natürlich, heute so viele wie möglich von euch hier im Kompromissfeld zu sehen. Mal gucken, ob das gelingt. Ich beginne jetzt mit dir, Sophia. Du hast einen Instagram-Account, der voll von Fotos und Videos von dir mit Autos ist. Man merkt, Autos sind deine absolute Leidenschaft. Du liebst das über alles. Warum? Wurde mir, glaube ich, so in die Wiege gelegt, einfach. Und spätestens mit meinem Führerschein dann war für mich klar, Autos werden später mein Leben erfüllen. Allerdings werde ich heute mal meine Leidenschaft außen vor lassen, sondern tatsächlich mal das große Ganze betrachten und wirklich auch mit einbeziehen, was vielleicht für die meisten Menschen am sinnvollsten wäre. Und wie oft nutzt du dein Auto so? Täglich. Täglich. Innenstädte autofrei zu bekommen, klingt für mich absolut unrealistisch. Ich liebe mein Auto und viele Leute sind einfach auf ihr Auto angewiesen und werden das auch weiterhin immer sein. Es bietet uns Freiheit und für mich ist es auch nicht der Klimasünder Nummer eins auf dieser Welt. Nina, wenn es nach dir geht, dann hätte Sophia für das ganze Jahr nur noch 12 Fahrten übrig, die sie überhaupt fahren könnte. Warum? Genau, also ich denke, dass die meisten Autofahrten nicht unbedingt nötig sind, nicht unbedingt sinnvoll sind, weil meistens nur eine Person transportiert wird. Und ich glaube einfach, wir sollten, wenn dann Autos nur für weite Fahrten oder für Urlaubsfahrten, für Transporte nutzen, aber nicht im Alltag, weil das einfach ungerechtfertigt ist, so viel Energie aufzubrauchen für eine Einzelperson, die von A nach B fährt. Wir wollen mit der Initiative Berlin autofrei allen BerlinerInnen eine Stimme geben, die sich für die Verkehrswende einsetzen wollen. Wir wollen klar machen, dass das Auto in der Stadt viel zu viel Platz einnimmt, dass wir den Raum uns zurückholen müssen und wollen einfach zeigen, wie eine lebenswerte Stadt der Zukunft aussehen kann. Und dazu gehören eben keine Autos. Das bedeutet also, die Autos sollen jetzt gar nicht unbedingt verschwinden und jeder soll sie abschaffen oder verkaufen, sondern sie sollen raus aus der Innenstadt? Oder wie genau kann man sich das vorstellen? Genau, also ich bin jetzt nicht gegen Autos per se, aber gerade in der Innenstadt ist der öffentliche Raum einfach ein unfassbar wertvolles Gut und den können wir nicht vollstellen mit Autos. Das ist einfach überhaupt nicht verhältnismäßig, gerade in Innenstädten. Und genauso wenig ist es verhältnismäßig, wenn man sich überlegt, was für ein hohes Sicherheitsrisiko es Autos ausmachen, wie viel Emissionen sie haben. Es gibt einfach tausend Gründe, die gegen ein Auto sprechen, gerade in der Innenstadt. Auf dem Land, finde ich, sieht das nochmal anders aus. Auch da wäre es schön, wenn nicht alle aufs Auto angewiesen sind. Aber gerade in der Innenstadt ist es überhaupt nicht verhältnismäßig. Alicia, was hältst du von Ninas Idee, nur noch 12 Fahrten pro Jahr? Macht mich traurig, ehrlicherweise. Und ich finde, es schränkt auch einfach ein in der persönlichen Freiheit. Also an der aktuellen Debatte rund ums Auto ärgert mich einfach, dass die Autos so wahnsinnig böse angesehen werden. Und auch je größer die Autos, je größer die Motoren, desto böser sind die Menschen, die da drin sitzen. Es werden immer mehr Fahrradwege gebaut. Die zweispurigen Straßen werden auf einspurig runtergesetzt. In dem Moment haben wir Stau. Also Autofahren wird regelrecht madig gemacht. Die Frage, die mir jetzt gerade kam, ist, wenn wir 12 Fahrten haben,
wo steht dann das Auto, wenn wir es nicht nutzen? Also wir können ja nicht irgendwie 12 Fahrten machen, einmal im Monat, und den Rest, dann steht es ja auch rum. Und wahrscheinlich steht es dann auch in der Innenstadt rum. Genau, deswegen ist es ja auch sinnvoll, wenn wir nicht alle ein eigenes Auto besitzen, weil das Auto auch jetzt gerade schon 23 Stunden am Tag einfach nur rumsteht. Insofern denke ich, ist es viel sinnvoller, da auf Sharing-Varianten überzugehen und zu schauen, okay, wie können wir die Autos, die wir wirklich brauchen, maximal in Bewegung halten, damit sie uns eben nicht den öffentlichen Raum wegnehmen. Katja, Alicia macht den Vorschlag traurig. Macht er dich auch traurig? Stimmst du ihr dazu? Ich glaube, Mobilität ist halt etwas, wo wir immer erst auf uns gucken und gucken, wie geht's uns mit der Mobilität, die wir gerade haben. Und leider, das ist die Klimakrise, die uns anfeuert, aber eigentlich auch ein Gerechtigkeitsthema. Und deswegen kann ich durchaus traurig verstehen, weil es natürlich auch um die eigene persönliche Mobilität geht, aber es geht ja auch immer um andere, die wir einschränken durchs Auto. Also tatsächlich habe ich das Gefühl, dass es jetzt einfach mal an der Zeit ist, dass alle anderen, die vielleicht kein Auto haben oder es sich nicht leisten können, mal in den Vordergrund rücken. Und ich glaube, bei Städten vor dem Auto hatten wir das ja. Wir hatten Begegnungszonen, wir konnten einander begegnen, ohne dass man Gefahr lief, irgendwie verletzt zu werden. Und das heißt nicht, dass die Autos alle Privilegien verlieren, aber auf jeden Fall teilen müssen. Also es muss genauso unbequem sein, Auto zu fahren, wie zum Beispiel zu Fuß zu gehen. Simon, du bist Sprecher des Verbands der Automobilindustrie. Das heißt, du hast tagtäglich mit dem Thema Mobilität zu tun. Warum brauchen wir denn deiner Meinung nach keine autofreien Innenstädte, um eben Klima und Lebensqualität, was gerade schon angesprochen wurde, zu verbessern? Also ich glaube, in dem Ziel sind wir uns einig. Klima verbessern, Lebensqualität verbessern, das sehe ich ganz genauso. Ich glaube immer nur, dass Verbote der falsche Weg sind. Es gibt Menschen, die sind weiterhin auf das Auto angewiesen. Pendler, Familien mit Kindern, Menschen in Schichtarbeit. All diese Menschen können ohne Auto teilweise gar nicht ihren Job und ihr Leben verwirklichen. In Deutschland arbeiten über 800.000 Menschen in der Automobilindustrie. Fast 2 Millionen Arbeitsplätze hängen indirekt an der Autoindustrie. Und bei allen Entscheidungen, die wir treffen, müssen wir immer daran denken, wie wir auch deren Lebensrealitäten berücksichtigen können. Und da gibt es ja Lösungen. Man kann ja durchaus auch den Verkehrsfluss und auch den Routenverkehr in der Stadt runterfahren. Es gibt so viele Möglichkeiten, die in der Digitalisierung liegen. Ja? Wurde ja eben auch schon mal angesprochen. Shared Services, Pool Riding, all das, das sollte man ja auch nutzen. Da sind wir auch dafür. Aber grundsätzlich gesehen sollte man immer eher auf Innovationen setzen, statt auf Verbote. Katja, du bist einen Schritt zurückgegangen und verlässt gleich das Studio. Tatsächlich geht es mir nicht darum, Verbote. Fahr mal als radfahrende Person oder als zu Fuß gehende Person oder als jemand im Rollstuhl durch Berlin, Hamburg und jede Stadt. Du hast so viele Verbote, bei dem Auto einfach unausgesprochen Rechte gegeben werden. Ich fühle mich nicht gleichberechtigt, wenn ich Rad fahre in Hamburg, sondern ich fühle mich als eine Person, die immer auf sich aufpassen muss. Also Verbote sind unausgesprochen für Menschen ohne Auto schon längst da. Also ich fahre auch Fahrrad in Berlin. Natürlich kann man da, also ich finde auch, dass man da was tun kann dafür, dass es vielleicht mehr Radwege gibt. Das spricht ja gar nichts dagegen. Aber ich glaube, grundsätzlich gesehen ist halt dieses ganze Gegeneinander ausspielen, nicht Auto, sondern Fahrrad, der komplett falsche Weg. Es ist doch sowohl Auto als auch Fahrrad, als auch Scooter, als auch zu Fuß, alles nebeneinander. Also ich verstehe gar nicht, warum man das gegeneinander ausspielt. Sophia, du bist einen Minischritt zurückgegangen. Warum? Auf das Argument wollte ich gerade mal eingehen bezüglich, dass man als Fahrradfahrer eigentlich benachteiligt ist. Also es werden in den Städten immer mehr Fahrradwege gebaut. Es gibt in vielen, vielen Großstädten mittlerweile auch schon Gebiete, wo Straßen gesperrt sind für Autos, zum Beispiel Hamburg. Ich weiß nicht, Jungfernstieg, glaube ich. 700 Meter, ja. Zum Beispiel ist jetzt auch so ein Thema. Und diese Straße, die Innenstädte leiden ja auch darunter, weil eben auch nicht mehr diese Spontanität da ist, dass man sich in sein Auto setzt und mal eben irgendwo in die Stadt fährt zum Einkaufen. Das heißt, die ganzen Läden, die jetzt schon darunter leiden, dass es immer mehr Online-Shops gibt und dass man immer mehr online bestellen kann, die werden früher oder später noch mehr darunter leiden, wenn es eben nicht mehr diese Spontanität gibt für die Menschen, mal einfach so in die Stadt zu fahren. Ganz kurz einmal ans grüne Feld. Also ihr könnt auch einfach am Rande des Feldes sein, weil sonst seid ihr nachher aus dem Studio raus. Das wäre ein bisschen schade. Raul, warum hast du dich gerade nach hinten bewegt? Ich finde diese Debatten unglaublich anstrengend, weil es eigentlich nichts anderes ist als Whataboutism. Und das, was unserer Seite ja die ganze Zeit vorgeworfen wird, als die Leute, die sagen, wir wollen, dass es weniger Fahrzeuge in der Innenstadt gibt, ist, dass uns ständig gesagt wird, naja, ihr wollt irgendwie die Leute gegeneinander ausspielen. Aber wir wurden ja jahrzehntelang gegen AutofahrerInnen ausgespielt. Und jetzt benutzt ihr unsere Argumente, nämlich, dass die
keine Ahnung, die Krankenschwester oder irgendjemand mit der Mobilität ja sonst eingeschränkt ist, wenn wir Autos verbieten. Denjenigen, die strikt gegen autofreie Städte sind, würde ich einfach erstmal sagen, checkt mal eure Privilegien. Warum seid ihr dagegen? Ist es einfach nur, dass ihr keine Lust habt, eure Komfortzone zu verlassen? Oder habt ihr wirklich triftige Gründe? Und wenn es euch wirklich darum geht, mega schnell durch die Stadt zu rasen, dann geht an den Nürburgring und macht, was ihr dort wollt und was man dort darf. Aber bitte verpestet damit nicht unsere Innenstädte. Wann hat sich eigentlich der VDA und alle Autofans jemals dafür eingesetzt, dass der ÖPNV ausgebaut wird? Wann ist das eigentlich jemals geschehen? Seit Jahrzehnten passiert da relativ wenig. Und wir stellen uns oft dann eben auch die Frage, warum wird aus einem BMW Mini ein Auto, das so groß ist wie ein Jeep? Wann ist das eigentlich passiert? Und warum? Und warum wurden wir nicht gefragt, ob das cool ist, dass ein Auto, das früher ein Parkplatz braucht, plötzlich zwei braucht? Und das gleiche Fahrzeug, muss man noch dazu sagen. Also einmal und die Fahrzeuge sind ja nicht besser geworden. Du kommst, denn sie nehmen Menschen wie mir Mobilität, weil wenn ich die Straße überqueren möchte, dann nicht mehr gesehen werde, weil ich einfach so klein bin im Verhältnis zu so einem Panzer, dass die Gefahr für mich auf jeden Fall steigt, überfahren zu werden. Also das kann ich jetzt nicht persönlich beurteilen. Was ich aber sagen kann, ist zum einen, die Größe von Autos ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also wo wir bei Whataboutism waren und jetzt erst bei den Innenstadtproblemen und Größe von Autos. Man muss das schon noch alles ein wenig unterscheiden. Es gibt auch viele kleine Modelle, die neu rausgekommen sind. Und wenn es um den Ausbau von ÖPNV geht, also da kann man alle Positionen nachlesen. Wir sind absolut dafür, dass der ÖPNV ausgebaut wird. Ich habe ja jetzt auch in, glaube ich, jeder meiner Aussagen klar gemacht, Alternativen schaffen, dann kann man darüber diskutieren, welche Lösung es gibt. Man aber den Moment bestimmt ja ihr, wann wir darüber reden dürfen. Weil ich gerne das Argument zu Ende bringen würde. Und ich glaube, genau das passiert eben nicht. Ja, zum Beispiel die Bahn hat ihr Verkehrsnetz in den letzten Jahrzehnten um 30% zurückgebaut. Ja? Also es ist ja nicht so, dass die Menschen wirklich in dem Maße mobil sein können aktuell, wie sie es sein müssten. Und ich finde tatsächlich, dass Mobilität ein Grundrecht ist. Mobilität ist das Instrument, um Teilhabe zu haben, im gesellschaftlichen Leben, im Arbeitsleben. Und das müssen wir allen ermöglichen. Und wir müssen gemeinsam Lösungen finden. Ich sage ja auch, gerade was den ruhenden Verkehr angeht, bin ich komplett bei dir. Ja? Also man kann Systeme finden. Es gibt mittlerweile zum Beispiel, wieder mal Digitalisierung, Autos, die sich gegenseitig über freie Parkplätze informieren und dadurch wird zum Beispiel dieser ganze Verkehr reduziert oder dass man beispielsweise sagt, okay, wir machen mehr in Parkhäusern. Ja, zum Beispiel könnte man auch sagen, okay, wir erleichtern die Zufahrten zu Parkhäusern, dafür können wir vielleicht sogar bestimmte Straßenverkehrs beruhigend machen, aber die Zufahrten zu den Parkhäusern müssen eben genehm sein. So würde man ruhenden Verkehr reduzieren. Raul, du sagst Innovationen wie zum Beispiel Carsharing und so weiter, das Wort Innovation ist ja jetzt schon sehr, sehr viel gefallen oder auch Autos, die sind schön und gut, die bringen dir aber in der Regel überhaupt gar nichts. Warum? Na, das fängt alleine schon damit an, dass wenn eine Stadt wie Hannover oder Hamburg so Sharing-Anbieter bzw. Ride-Hailing-Anbieter wie Moja erlauben, die so eine Art Alternative oder komplette privates ÖPNV darstellen sollen, dass kein einziges von deren Fahrzeugen für Menschen, die im Rollstuhl sitzen, zugänglich ist. Und es wird damit argumentiert, dass das nicht geht, weil sie elektrisch sind und dadurch letztendlich die Sitzhöhe höher ist und eine Rampe in diese Fahrzeuge nicht einzubauen ist. Und ich stelle mir die Frage, wie dann eine Stadt wie Hamburg oder Hannover das zulassen konnte, wenn es als Innovation gefeiert wird, aber gleichzeitig behinderte Menschen ganz bewusst dann auch ausschließt. Und hinzu kommt noch die Frage, es gibt bisher kein einziges Fahrzeug, das elektrisch ist, das Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, überhaupt benutzen können. Und jede Ladesäule, die momentan in Berlin oder in Deutschland installiert wird, ist für Menschen, die im Rollstuhl sitzen, nicht zugänglich, weil die Steckdose zu hoch sind. Und wir bauen diese Dinger gerade zu Tausenden aus. Und die hätten es so leicht gehabt, das von Anfang an mitzudenken. Aber es wird nicht getan, weil auch hier wieder eine gesetzliche Regulierung fehlt und eine Verpflichtung. Und dieses Argument, das ich dann oft aus der Seite der Privatwirtschaft höre, ja, wir müssen das irgendwie auf Freiwilligkeit machen. Wir sind ja alle für alles. Aber wenn es nicht reguliert ist, dann passiert es nicht. Genauso wie die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau in der Automobilindustrie offensichtlich nicht freiwillig geschehen ist. In Führungsetagen musste es reguliert werden. Und genau das Gleiche mit CO2-Reduktion. Es musste reguliert werden. Es geht nicht freiwillig.
an das gelbe Feld. Ihr könnt euch gerne positionieren, einen Schritt auf Raul zugehen, wenn er euch dazu bewegt hat. Also ich denke, dass in der Zukunft, je mehr E-Autos es geben wird und je mehr der Ausbau von Ladesäulen stattfinden wird, gerade auch da vielleicht auf den Behindertenparkplätzen auch viel mehr auf das Thema eingegangen wird. Ich habe keine Berührungspunkte damit, deswegen bin ich jetzt auch keinen Schritt nach vor oder nach zurückgegangen, weil ich das nicht einschätzen kann. Aber du kannst es jetzt mit seiner persönlichen Einschätzung vielleicht besser einschätzen. Ihr könnt euch ja zuhören. Du kannst ja nicht über Mobilität reden und Inklusion rausnehmen. Behindertgerechten Parkplätzen oder auch zum Beispiel, also gerade was Laden angeht oder auch Carsharing angeht, da bin ich seiner Meinung. Also da würde ich dir einen Schritt entgegenkommen. Nur finde ich, das spielt ja gerade nicht so richtig zum Thema, ob Städte autofrei werden sollen. Katja, warum ist es denn eben doch wichtig, wenn wir über eine autofreie Stadt, Innenstadt sprechen, ja oder nein, auch diese ganzen Diversitäts- und Inklusionsthemen mitzudenken? Also wäre sich das noch aktuelle, ich glaube, er ist mittlerweile in Ehren entlassen worden, Herr Scheuer, aber wenn wir uns das Ministerium zum Beispiel angucken, da sind in den ersten drei Etagen keine Frauen zu finden und die Männer, die dort tätig sind, sind einander sehr ähnlich. Und ich glaube, wenn ich mit 14 Katjas am Tisch sitze und ich habe eine super Idee, dann sagen alle 13 Katjas, ja, finde ich auch gut. Die kommen halt raus aus diesem Raum, sind sich einig und haben aber Menschen vergessen, weil sie halt nicht am Tisch sitzen. Die ganzen Autogipfel, die es seit 2011 gibt, waren nur Autogipfel. Es ging nur um ein Transportmittel, es waren keine Umweltinitiativen dabei, es waren keine NGOs dabei, es war kein ÖPNV an Bord. Und das sind Sachen, das kann ich auch gar nicht als Vorwurf platzieren, weil wenn eine homogene Gruppe über ein Problem spricht, dann ist sie sich einig, hat aber Menschen vergessen, deren Stimme wir brauchen. Und ich habe noch nie gehört, dass wenn wir uns um Minderheiten kümmern, der Mehrheit etwas geschadet wird, sondern im Gegenteil. Meistens ist es sogar so, dass zum Beispiel Sitzbänke an Haltestellen, hochschwangere Frauen, Menschen, die nicht mehr so gut gehen können oder auch Kinder, also die haben ja alle was davon. Und ich glaube, diese Inklusion heißt halt auch, diesen Fokus mal ein bisschen aufmachen und auf die Bedürfnisse zu schauen und nicht aufs Transportmittel. Also, um auf die Bedürfnisse aller eingehen zu können, finde ich, ist da der öffentliche Verkehr eigentlich der falsche Weg. Natürlich, also weil wir erst Beispiel, nächstes Jahr mehr Gelder Moment, geben. Ich wollte dir das nur erklären, den Hintergrund. Moment, kurz. Einer meiner besten Freunde ist zum Beispiel Rollstuhlfahrer. Und der ist auch im Rennsport unterwegs. Und ich könnte mir im Leben nicht vorstellen, auch er könnte sich, glaube ich, im Leben nicht vorstellen, wie er, der reist auch sehr viel beruflich durch seinen Rennsport, mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Stadtverkehr unterwegs sein soll. Klar kann man das mehr ausbauen, aber dennoch wird es trotzdem immer noch gewisse Gruppen einschränken, genauso wie Familien mit Kindern. Wenn ich mir vorstellen würde, ich hätte zwei, drei kleine Kinder und müsste immer mit Öffis fahren und das eine Kind muss dorthin, das andere Kind muss dahin, das ist sowas aktuell zumindest noch einschränkend für solche Gruppen. Und zum Beispiel, ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass mein über 80-jähriger Opa mit einem Carsharing in der Innenstadt irgendwo, der kann nicht mal mit dem Handy klarkommen. Also an diese Leute muss man ja auch mitdenken. Und da kann man auch nicht sagen, ja gut, dann müssen sie das lernen. Mein Opa, der wäre aufgeschmissen, wenn er nicht mehr mit seinem Auto unterwegs sein könnte. Paul, du hast dich nach vorne bewegt, ganz kurz. Ich habe mich einen Schritt nach vorne bewegt, weil ich dir zustimme, dass wir natürlich alle Menschen mitdenken sollten. Fakt ist aber auch meiner Ansicht nach, dass ganz viele Menschen bisher nicht mitbedacht wurden. Und dass wir auch unterscheiden müssen zwischen Verlassen der eigenen Komfortzone, also inwieweit ist Autofahren für uns Hobby, ja, und inwieweit ist Autofahren für uns aber auch wirklich eine alternativlose Notwendigkeit. Und bei der Frage wurden Menschen mit Behinderung zum Beispiel meistens vergessen. Ja, und das, was du gerade ausgeführt hast, 50% aller prekär verdienenden Menschen haben keinen Führerschein und kein Auto. Und denen sagen wir jetzt, ja, sorry, Pech gehabt, die persönliche Freiheit ist ja erstmal wichtiger. Wir brauchen diesen Ausbau aus Klimagründen und aus der sozialen Gerechtigkeit heraus, weil die Menschen, die du gerade skizziert hast, eine Frau, eine Alleinerziehende ohne Führerschein, ohne Möglichkeit, Auto zu fahren mit Kindern, ne, was bieten wir ihr als Deutschland, als hochentwickeltes Land? Wir nehmen einfach hin, dass wir solche Leute nicht mitdenken und sagen, alle, die im Auto sitzen, machen das, wir müssen das weiterführen. Nein, wir müssen anders
anders denken. Wir müssen gucken, was ist mit solchen Menschen, die nicht viel verdienen. Für die haben wir auf den Balkon geklatscht, toll. Und jetzt auf einmal sagen wir, nee, wir machen das weiter wie bisher und schließen sie weiterhin aus. Und das, da wehre ich mich gegen. Aber damit, also irgendwie spielt das Argumente gegeneinander aus, die eigentlich in die gleiche Richtung gehen. Das verstehe ich nicht, weil wir alle sagen, okay, es gibt Menschen mit unterschiedlichsten Lebensrealitäten, Lebenswirklichkeiten, ja. Ob jetzt mit Auto oder ohne Auto, ob Gutverdiener oder Schlechtverdiener, ja. Grundsätzlich haben wir doch alle gesagt, Mobilität ist etwas, was wir alle brauchen, was wir im täglichen, um zur Arbeit zu kommen, um am Kulturleben teilzuhaben. Das ist ja gar Glaubst nicht du, dass alle Mobilität haben aktuell? Ich bin noch nicht fertig. Also Mobilität allen Menschen ermöglichen. So. Und natürlich kann man jetzt immer ein Beispiel rauspicken, wo was nicht funktioniert. Fakt ist aber, dass die aktuelle Situation in Städten nicht hergibt, dass man die Autos quasi sagt, wir machen jetzt autofreie Innenstädte, weil man dann damit bestimmten Menschen das Leben erschweren würde, weil die Alternativen doch noch gar nicht da sind. Und aber Man muss doch die Dinge auch zu Ende denken. Und das geht halt schon in so eine Richtung, wo ich sage, das ist weit weg von der Lebensrealität von manchen Menschen. Also vielleicht nicht in der Stadt, aber spätestens dann, wenn wir auf dem Land sind, würde man diesen Menschen wirklich einfach sagen, okay, Teilhabe ist halt nicht für jeden zugänglich, Mobilität. Wir würden das Thema derailen oder irgendwie auf andere Themen kommen. Wir reden ja nur von Innenstädten. Ja, aber es gibt ja viele Leute vom Land, die in die Innenstädte müssen, um zu arbeiten. Ja, das sind die sogenannten Pendler. Und da können wir natürlich ganz oft auch sehen, wie schlecht eigentlich der ÖPNV zwischen Stadt und Land ist und wie der radikal auch reduziert wurde in den letzten Jahren. Also da bin ich voll auf eurer Seite. Die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, müssen wir vielleicht mal unterscheiden zwischen Hobby, Autofahren, macht mir Spaß. Naja, wenn ich aus Hobbygründen Auto fahre, dann fahre ich auf Rennstrecke und das ist nicht in der Innenstadt. Aber es gibt total viele Dudes und ja, gibt genau es natürlich. Genau da ganz kurz, Alicia, würdest du auf dein Hobby dann verzichten? Naja, ich meine, das ist genau wie Sophia gesagt hat, wenn wir schnell irgendwo fahren wollen, dann fahren wir auf die Rennstrecke. Aber in meinem normalen persönlichen Leben gibt es keine Hobbyfahrten, sondern da, wo ich hinfahre, fahre ich aus einem guten Grund, weil ich was besorgen muss, was abholen muss, keine Ahnung, weil ich irgendwo einen Termin habe oder so. Also Hobbyfahrten, wo ich mich ins Auto setze und sage, ich mache jetzt mal irgendwie coole Musik an und fahre mal eine halbe Stunde rum, weil mir langweilig ist. Sorry, aber sowas mache ich nicht. Dafür habe ich gar keine Zeit. Aber woher denkst du, dann kommt die Statistik, dass ein Auto nur 45 Minuten fährt am Tag, durchschnittlich mit 1,3 Personen? Sind alle so wie du? Oder sind da vielleicht doch ein paar Leute dabei, die sogar 500 Meter zum Briefkasten mit dem Auto fahren? Es gibt wahrscheinlich Leute, die 500 Meter zum Briefkasten fahren, weil sie es einfach nicht mehr laufen können, weil sie vielleicht COPD haben, aus der Puste sind, was auch immer. Aber diese Frage Fahrten ist, zum Supermarkt wären ja auch mit dem ÖPNV möglich. Manche Leute sagen, ich gehe einmal die Woche oder einmal am Tag einkaufen und ich kaufe nur ein Brot, eine Gurke und einen Saft. Ja? Und die anderen sagen, nee, ich mache das einmal die Woche. Und wenn ich das einmal die Woche mache, dann mache ich das nicht ohne Auto, weil ich natürlich deutlich mehr zu tragen habe. Ja? Und der ÖPNV fängt auch einfach diese ganze autofreie Geschichte nicht ab. Es ist einfach so, die ganzen Bussen, Bahnen, das ist alles voll. Also würdest du sagen, dass keine deiner Autofahrten, sagen wir mal 10 pro Woche, was auch immer, wäre ersetzbar durch zum Beispiel ÖPNV? Nee. Also da, wo ich wohne, nicht. Nein. Aber warum, wo fehlt denn das Engagement dann von Menschen wie dir, dafür zu kämpfen, dass es Alternativen gibt? Wir kämpfen ja dafür. Wir sind ja alle eurer Meinung, dass man sagen kann, okay, ich finde auch Carsharing ist eine super Option. Ja? Es muss ja nicht jeder, der in der Innenstadt wohnt, der sagt, okay, ich fahre nur einmal die Woche zum Tennis, ja, und das ist 25 Kilometer entfernt, da nehme ich mir ein Carsharing. Und sonst fahre ich alles mit dem Fahrrad ab oder den Rest erreiche ich zu Fuß. Mega. So, aber so ein Leben habe ich nicht. Ich glaube, ihr auch nicht. Und ich wohne halt nicht direkt in der Innenstadt und kann direkt alles zu Fuß erledigen. Das ist bei mir einfach nicht möglich. Bleiben wir müssen ganz auch kurz mal wirklich definieren, Thema, was ist Innenstadt. Ja, ja, ich wollte gerade noch mal auf das Thema Innenstadt zurückkommen. Bleiben wir mal bei Berlin. Nina, würdest du sagen, dass eine autofreie Innenstadt, auch wenn du sie dir wünschst, eigentlich nicht wirklich realistisch ist? Also ich glaube, komplett autofrei ist es vielleicht nicht unbedingt, weil wird immer Personen geben, die auf ein Auto angewiesen sind. Es wird immer eine Feuerwehr geben. Der Lieferverkehr, der transportiert wahnsinnig viele Waren, der muss natürlich auch irgendwie motorisiert stattfinden. Aber ich glaube, eine autoreduzierte Innenstadt ist auf jeden Fall möglich. Und ist auf jeden Fall möglich, da dann beim Privatbesitz anzusetzen. Und ich glaube, davon haben wir dann alle was. Und ich meine, auch die Leute, die Auto fahren, sind ja auch mal zu Fuß und mit dem Fahrrad unterwegs und haben dann auch einen Vorteil davon, wenn es mehr
Platz gibt, wenn irgendwie man sicher über die Straße gehen kann. Und ich glaube einfach, da müssen wir so ein bisschen umdenken, dass eben wir wollen alle mobil sein und dass dieses Mobilsein nicht mit dem Auto verknüpft wird, sondern eben schon gerade in der Innenstadt über den ÖPNV abgedeckt werden kann, übers Fahrrad. Und die Leute auch, oder jetzt zum Beispiel Menschen, die sagen würden, sie würden niemals mit dem Fahrrad fahren, tun oder treffen diese Aussage jetzt auch, weil die Verhältnisse so sind, wie sie sind und weil die Straßen zum Beispiel so unsicher sind und sie das Verkehrsmittel nicht nutzen wollen. Und ich glaube, wenn quasi weniger Autos fahren würden, würden zum Beispiel auch mehr Leute, auch vielleicht ältere Leute, umsteigen. Und genau darum geht es auch. Also wenn ihr jetzt auch sagt, irgendwie eure Großeltern, die müssen Auto fahren. Ich glaube, es gibt einen Punkt, wo es auch für ganz, also für sehr alte Leute unverantwortlich ist, Auto zu fahren und ein viel größeres Sicherheitsrisiko. Und dann muss man denen auch Alternativen anbieten. Genauso wie Leuten unter 18, die keinen Führerschein haben. Die kann man nicht ausschließen. Die sollen auch mobil sein. Und in der Innenstadt haben wir kurze Wege oder eben wie in Berlin einen sehr gut ausgebauten ÖPNV. Und ich glaube, darauf kann man sich verlassen und den pushen. Und ich glaube nur auch, dass es halt nicht reicht, nur Anreize zu schaffen, fahrt alle mit dem ÖPNV, wir verdichten den Takt, das ist wichtig. Aber wenn es dem Auto so bequem gemacht wird oder es so bequem ist, ein Auto zu besitzen, weil der Parkplatz nichts kostet, weil man das einfach überall hinstellen kann, weil man sich damit bewegen kann, weil es wahnsinnig subventioniert wird, dann sehe ich auch nicht die Leute umsteigen. Aber was genau müsste denn dann passieren an euch, gelbes Feld, dass ihr sagen würdet, ihr würdet auf euer Auto verzichten? Jetzt mal ganz, wir können uns ja jetzt ausdenken, was wir wollen hier in diesem Raum. Was müsste passieren? Gar nichts. Also ich würde nie auf mein Auto verzichten. Und ich muss mal kurz noch zu dem Argument was sagen. Ich habe vor einigen Jahren beschlossen, dass ich innerhalb Deutschlands nur mit dem Auto reise, obwohl ich alle Flüge bezahlt bekomme von meinen Kunden. Ich könnte jederzeit mit dem Flugzeug von A nach B fliegen. Egal wohin innerhalb Deutschlands. Ich habe aber gesagt, nein, ich sehe es nicht ein, so viel Luftverschmutzung oder Umweltverschmutzung einzugehen, nur für, ich sag mal, einen relativ kurzen Weg. Also nehme ich dafür das Auto. Würde das Thema Autos abschaffen in Innenstädten ein Thema werden, dann würde ich wieder fliegen. Und da ist halt die Frage, ob das wieder im Sinne aller wäre, wenn die Menschen wieder viel mehr unnötig... Welcher Flughafen liegt denn in der Innenstadt? Bitte? Welcher Flughafen liegt denn in der Innenstadt? Naja, man muss ja irgendwie in eine Innenstadt kommen. Wenn ich jetzt von München bis nach Hamburg reise, dann kann ich das einmal mit dem Auto tun oder ich kann fliegen. Oder mit der Bahn. Es geht sogar schneller und du musst nicht vom Flughafen irgendwo hinfahren. Ja, aber mit der Bahn ist meistens viel zu teuer. Da zahle ich weniger Spritpreise. Oh ja, und ich bin mit dem Auto viel flexibler. Wir sind so unflexibel hier in Deutschland, in den deutschen Innenstädten. Berlin ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Ja, Berlin, da fährt in jeder Straße eine Straßenbahn. Aber Köln, Düsseldorf, etwas kleinere Städte, da ist das nicht der Fall. Und ich wäre voll dafür, wenn öffentliche Verkehrsmittel umsonst wären für die Leute, die zum Beispiel in einer Stadt wohnen. Und stimmt ihr dazu, die Bahn und öffentlichen Verkehr umsonst machen oder zumindest billiger? Wenn ihr dazu stimmt, könnt ihr tatsächlich absolut. Gerne... Also es ist auf jeden Fall super sinnvoll, ÖPNV kostenlos oder zumindest kostengünstiger zu machen, weil aktuell eben die Leute, die sich auch gar kein Auto leisten können, von der Mobilität generell eher ausgeschlossen sind. Das Problem ist bloß, nur den ÖPNV günstiger zu machen oder kostenlos führt dann trotzdem nicht dazu, dass die Leute auch vom Auto auf den ÖPNV wirklich umsteigen. Doch, weil dann haben wir nämlich genau das Thema. Die Leute, die gar kein Auto fahren wollen, sondern müssen, können da wiederum sagen, okay, geil, es gibt die Option, vielleicht auch aus finanziellen Gründen, und ich denke, da wird es viele geben, die umsteigen würden, die sagen würden, ich würde viel lieber die Öffis nehmen. Klar, gut, da wiederum anderes Thema, als Frau würde ich nachts nicht mehr die Öffis nehmen. Aber es würden, glaube ich, viel, viel mehr Leute, gerade die, die eben nicht eigentlich auf ihr Auto oder unbedingt auf ihr Auto angewiesen sein wollen, umsteigen. Ich gebe die Frage auch direkt mal an euch weiter. Was müsste sich denn für euch verändern, dass ihr sagen würdet, ich würde komplett auf mein Auto verzichten? Beziehungsweise, was für Alternativen würdet ihr dafür brauchen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich würde gerne noch mal zu dem Thema Privilegien zurückkommen. Katja, du setzt dich viel damit auseinander, warum das Verkehrssystem in Deutschland und auch grundsätzlich rassistisch und sexistisch ist. Vielleicht kannst du das noch mal erklären. Warum ist das überhaupt so? Unter den Personen, mit denen ich für mein Buch gesprochen habe, sind viele gewesen, die haben gesagt, ich muss Auto fahren. Ich will das gar nicht. Ich mag noch nicht mal Auto fahren. Das fängt bei einer älteren Dame an, wo der Mann Parkinson hat. Die war lange Zeit Radfahrerin, muss jetzt mit 76 Auto fahren, weil der Mann halt
freiwillig verzichtet. In Deutschland wird es ja nicht verboten. Es gab eine Transfrau, die ist zweimal zusammengeschlagen worden an Haltestellen. Und die sagt, mein Auto ist mein Safe Space, weil ihr in Deutschland es nicht schafft, für mich eine gute Umgebung zu schaffen. Ich will aber nicht Auto fahren. Ich will, dass... Ihre Idee war zum Beispiel, dass in einem Waggon immer Menschen mitfahren. Da kann man Einstiegshilfe machen, da kann man Auskunft erteilen. Das bieten wir denen aber nicht. Rassistisch heißt, ich meine, ihr kennt wahrscheinlich alle Quattro-Milf, Jasmina, vier Kinder, eine schwarze Frau, die fährt auch Auto, obwohl sie es nicht will. Und obwohl es gegen die Zukunft ihrer Kinder ist, weil sie als schwarze Frau mit diesen Kindern unterwegs immer angepöbelt wird. Und das sind Sachen, die ins Auto treiben. Nicht, weil das Auto toll ist als Lösung, sondern die machen so eine Art Bypassing um gesellschaftliche Probleme, die wir haben. Katja, ist das dann aber nicht ein Argument für Autos? Nein, weil die Menschen, die nicht Auto fahren können und wollen, die sind weiterhin dieser Gefahr ausgesetzt. Die bleiben teilweise an den Orten, wo sie feiern, bis es hell wird. Das sind ja alles Sachen, die ich erfahren habe und die ich auch weiß. Aus meiner eigenen, ganz ehrlich, auf dem Land ist das auch ganz oft ein Problem, dass die Leute alkoholisiert fahren, weil es keine Alternativen aber gibt. Aber es ist auch kein Argument Unfälle. Gegen Autos. Bitte? Also es spricht ja schon für das Auto. Nein, es spricht nicht fürs Auto in dem Moment, wo nicht jeder Auto fahren kann. Also wir reden ja jetzt ein bisschen aneinander vorbei, glaube ich. Also ich glaube, niemand, also wir alle hier sind uns einig, dass man alles tun muss, um Sexismus und Rassismus aus der Öffentlichkeit zu verdrängen und alles dagegen zu tun, damit das kein Thema mehr ist. Ich glaube, da ist hier keiner von uns anderer Meinung und unterstützen wir alles, was dagegen getan werden kann. Ich glaube, was aber wichtig ist, dass du einfach einmal gesagt hast, es gibt unterschiedliche Lebensrealitäten, für die man Lösungen finden muss. Und natürlich gibt es viele Sachen, die Geschichten, wie du gerade erzählt hast, wo Menschen vielleicht das Auto nutzen müssen, obwohl sie es eigentlich nicht wollen. Aber ich meine, Allensbach hat im letzten halben Jahr, und Allensbach ist ja ein sehr renommiertes Umfrageinstitut, zwei Umfragen gemacht. Ich meine, da kommt halt raus, dass wirklich die deutliche Mehrheit der Menschen in Deutschland sagt, sie können ihren Alltag ohne Auto gar nicht meistern. Schlimm genug. Also ich finde, das Beste, was wir eigentlich machen können, ist doch wirklich einfach produktive Lösungen finden. Zum Beispiel mehr machen für diese ganzen. Also du unterstellst uns gerade, dass wir keine produktiven Lösungen haben, oder? Naja, Autos zu verbannen, würde ja auch Pool-Services und Shared-Services verbannen. Nein, ja? Hat niemand von also, uns gesagt. Also die sind ja genauso, hat die sind ja genauso gesagt, Teil des Mobilitätskonzeptes. Hat niemand von uns und dafür kann man ja auch noch vieles machen, um das zu pushen. Paul, wer sollte denn bei der Mobilitätswende die größte Verantwortung übernehmen? Ist es Politik, ist es die Wirtschaft, ist es die Zivilgesellschaft? Danke für die Frage, weil das ist das, was mich die ganze Zeit so aufregt gerade. Wir dürfen nicht vergessen, wir leben im 21. Jahrhundert. Und jede bisher verkehrs- oder klimagünstige Innovation, die es außer der Automobilindustrie gab, kam, weil sie gesetzlich verpflichtet wurde. Das heißt, ich erinnere mich, ich hatte vor ein paar Jahren ein Gespräch mit dem Klimafolgenforscher Mujib Latif aus Kiel und ich hatte ihn gefragt, haben Sie Hoffnung? Haben Sie Hoffnung, was den Klimawandel angeht? Und er meinte, ja, ich habe Hoffnung, weil wir sind gesellschaftlich dazu in der Lage, Dinge zu verändern, wenn die Notwendigkeit dasteht. Wir konnten FCKW verbieten. Und es wurde prophezeit, dass die Kühlschrankindustrie demnächst pleite geht. Wir konnten den Katalysator verpflichtend machen in jedes Fahrzeug. Die Automobilindustrie in Deutschland hat gesagt, danach sind wir pleite. Das hat sie damals gesagt, in den 80er und 90er Jahren. Und ein Scheiß ist passiert, sie ist nicht pleite gewesen. Im Gegenteil, die Fahrzeuge wurden immer größer. Und wenn wir jetzt endlich mal verpflichten würden, gesetzlich, also die Politik in die Verantwortung nehmen, zu sagen, wie schaffen wir es, jetzt endlich mal die ganze Aufmerksamkeit der Automobilindustrie zu nehmen und sie in den ÖPNV und Alternativen zu stecken und genauso gesetzlich reguliert weiterzumachen. Zu sagen, die Autos dürfen nicht mehr so und so viel Umwelt verschmutzen, die Autos dürfen nicht mehr so und so groß sein und es sollte nicht mehr irgendwie als so und so viel Prozent Parkplätze in der Stadt geben. Da würde sich der ganze Spaß so selber regulieren. Aber freiwillig passiert das nicht von Seiten der Automobilindustrie. Das ist etwas, wo ich jetzt endlich mal zu Ende reden möchte. Ja. Das ist etwas, wo ich mir wirklich wünschen würde, dass all die Autofans, die jahrzehntelang ihre Partys hatten, ja, dass sie jetzt endlich mal auch verstehen, wir leben im 21. Jahrhundert, Dinge müssen wir verändern, sonst geht es auf so vielen Ebenen und nicht nur im Klimaschutz nicht weiter. Sophia, du bist einen Schritt zurückgegangen. Mhm. Ihr anderen beiden seid stehen geblieben. Also da stimme ich dir nicht zu, dass die Automobilhersteller immer nur innovative Sachen erschaffen haben, wenn es erst gesetzlich geregelt war. Weil es gibt zum Beispiel E-Antriebe oder früher gab es die LPG-Geschichte und so weiter. Das gab es alles schon viel eher, bevor etwas... Wurde aber nie gepusht ausreichend. Ja, aber
Wie der zum Beispiel ein Liter Lupo. Vom Staat wurde es zum Beispiel erstmal nicht subventioniert. Weil es auch nicht seine Aufgabe ist. Und es wurde auch vom Endverbraucher gar nicht angenommen. Also ja, ein Automobilhersteller muss in erster Linie erstmal gucken, wie mache ich Umsatz. Das ist das Leben. Ein Hersteller, ein Entwickler, wie auch immer, der macht das nicht zur Freude aller, sondern er muss immer erst mal gucken, wie mache ich den meisten Umsatz. Und wenn ein Automobilhersteller vor 10 oder 20 Jahren ein E-Auto entwickelt hat, was aber niemand gefördert hat, was niemand angenommen hat, dann hat der erstmal da gar keine Macht, das irgendwie weiter auszubauen. Also mein Mitleid zu Volkswagen hält sich echt in Grenzen, aber sorry. Die deutsche Autoindustrie ist die innovativste der Welt. Wir haben mit Abstand die meisten angemeldeten Patente. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal konkret auf das Beispiel der E-Mobilität gehen, finde ich ein tolles Beispiel, weil es muss eben zum einen den Markt, also beim Verbraucher, der muss ja auch das Modell annehmen. Das Größte, also viele Tesla Menschen denken im Moment darüber nach, sich ein E-Auto zu kaufen. Was ist das größte oder das wichtigste Kriterium? Eine ausreichende, flächende Ladeinfrastruktur. Was haben wir nicht? Eine ausreichende, flächendeckende Ladeinfrastruktur. Wir hängen total hinterher. Wir selbst, also die Automobilhersteller, wir sind Europa-Weltmeister, was E-Autos hergeht. Ja, also die deutschen Hersteller haben da wirklich den Anschluss absolut gewonnen. Sie sind sogar in die Führungsposition gegangen. Beim automatisierten Fahren sind wir sogar das Land, was als erstes eine Gesetzgebung hatte, damit wir auch das pushen können. Aber es muss jetzt auch mal investiert werden. Also E-Autos lösen meiner Meinung nach vor allem in Innenstädten einfach nicht das Problem. Also ich habe das Gefühl, darf ich mal kurz fragen, was ist denn das Problem? Das Problem ist, also meiner Meinung nach sind wir so sehr hängen so sehr am Auto fest, dass es jetzt eben dann unbedingt das E-Auto sein soll. Welches Problem verursacht das Auto für dich in der Innenstadt? Das Auto, egal ob ein E-Auto oder ein Verbrenner. Egal ob ein E-Auto oder ein Verbrenner, nimmt in der Innenstadt wahnsinnig viel Platz weg, beispielsweise. Okay, dann bauen wir allein im höhere Parkhäuser, dann ist das Problem schon mal erledigt. Aber also oder weniger Autos. Wieder weniger Autos. Genau, also es gibt viele Probleme. Das hatten wir auch schon, dass E-Autos nicht die Lösung aus der Klimakrise sind, weil auch die hergestellt werden. Auch da ist die Entsorgung der Batterien unklar. Also es gibt da diverse Recyclingmodelle, die auch immer weiterentwickelt werden. Das stimmt zwar, aber es gibt trotzdem einen Reifenabrieb. Aber ist es löst das nicht Problem das, für dich das einzige Problem? Es gibt viele Probleme. Nee, ich lass mich ausreden. Also es gibt einerseits das Problem, die Emissionen sind dadurch nicht verschwunden. Es gibt das Problem des Platzes. Es ist ein Wahnsinn, dass der öffentliche Raum, 10 bis 12 Quadratmeter in Berlin, öffentlicher Raum, einfach so benutzt werden können vom Auto. Ich kann mein Sofa nicht einfach auf diese Straße stellen und da mich hinsetzen. Da kommt das Ordnungsamt. Was ist das denn für ein Argument? Warum solltest du dein Sofa auf der Straße abstellen? Das ist kostenlos. Ich meine nur, es wird. Ja, aber ein Auto ist ein Nutzgegenstand, den du brauchst auf der Straße. Und es ist auch nicht kostenlos. Ich zahle an jeder Ecke, an irgendeiner Parkuhr, auf jedem Parkplatz, auf jedem Parkdeck, zahlt man Geld zum Parken. Ich weiß nicht, wo jemand hier in Berlin kostenlos parken kann. Es ist nicht überall so. Es kommt langsam, aber es ist hauptsächlich kostenpflichtig. Ja, und dann kostet es für Anwohner irgendwie 20 Euro im Jahr. Das steht aber nicht im Verhältnis dazu, dass man in einer Großstadt lebt, wo ich ansonsten irgendwie 400 Euro für 10 Quadratmeter Zimmer zahlen muss. Also ich finde es einfach, man muss sich überlegen, der öffentliche Raum ist ein wahnsinnig wertvolles Gut. Den kann man nicht vollstellen, wenn gleichzeitig es ein Problem gibt, dass es zu wenig Grünflächen gibt oder zu wenig Spielplätze. Ja, aber das könnte man doch easy regeln, indem man jedes neu gebaute Gebäude erstmal ordentlich unterkellert und einen riesengroßen Tiefgarage reinmacht und viel, viel mehr Parkdecks baut, viel höher, dass man Autos quasi übereinander viel mehr stapeln kann. Dann hat also man du willst den Autobestand Autos nicht reduzieren? Weg. Bitte? Du willst den Autobestand nicht reduzieren, du versuchst eher jetzt Lösungen. Naja, es geht ja gerade um den Platz. Ja. Und das wäre ein Lösungsvorschlag, um den also Platz. Also, ich baue lieber Häuser als Parkhäuser. Da sind wir eigentlich schon bei einem kleinen Mini-Kompromiss. Deswegen lass uns jetzt in die Kompromissrunde gehen. Es wurden ja jetzt schon einige kleine Kompromisse immer mal wieder hier in die Runde reingeworfen. Deswegen lass uns die jetzt gerne vertiefen. Ich habe jetzt einen Kompromissvorschlag für euch. Können wir uns darauf einigen, dass alle, und damit meine ich alle, ein Recht auf eine sichere, klimafreundliche und bezahlbare Alternative zum Auto als Verkehrsmittel haben? Und dass deswegen der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, der Fahrradwege sowie Carsharing-Konzepte durch höhere Parkgebühren finanziert werden. Ihr könnt euch gern auf mich zubewegen, einen Schritt auf mich zugehen, wenn ihr mir zustimmt. Schwierig. Also ich glaube, den ersten Teil zuzustimmen ist easy. Höhere Parkgebühren oder an sich solche Konzepte, da muss man dann aber auch wieder mitbedenken, dass es sozial gerecht ist. Also es ist mir wirklich wichtig, weil es gibt auch Menschen,
für die aufs Auto angewiesen sind, für die sind diese höheren Parkgebühren eben nicht einfach leistbar. Und alle diese Lösungen oder Transformation, Mobilitätswende muss so gestaltet werden, dass sie sozial gerecht ist und sozial ausgestaltet ist. Und bei dem Lösungsvorschlag, wenn man noch einbaut, dass man es so macht, dass auch die mitgenommen werden, für die sich das vielleicht, also die Unterstützung bekommen, die sich das nicht einfach leisten können, dann gehe ich gerne einen Schritt nach vorne. Das könnte man ja machen, das können wir gerne hinzufügen. Dann habe ich Simon einen Schritt zu mir gewonnen, du auch, Alicia auch. Ihr habt euch auch auf mich zubewegt. Sag gerne nochmal, warum. Es braucht einfach einen Relaunch von Mobilität. Also das Auto ist überall ja richtig, wo es auch wirklich gut genutzt wird. Und ich glaube trotzdem, dass wir alle, auch gerade in einer überalternden Gesellschaft, irgendwann in die Situation kommen können, dass wir nicht Auto fahren sollten. Und das ist etwas, wo ich gerne für die Leute eine Alternative bereithalten würde, dass wenn sie merken, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr, dass sie da auch mobil sein können. Und Relaunch, Alternative, das sind jetzt eure Schlagwörter für die Kompromissrunde. Ihr könnt euch jetzt gerne die Köpfe zusammenstecken und euch jeweils Kompromissvorschläge für die andere Seite überlegen. Also das ist ja immer, dass Einzelschicksale genutzt werden, um nichts zu tun. Die haben ja auch keine andere Lösung. Die sagen ja nicht, okay, wir machen jetzt autofrei, weil wir machen A, B, C anders. Falls ihr euch die ganze Zeit beim Gucken dieser Diskussion gedacht habt, oh Mann, wieso nennen die diesen Kompromissvorschlag nicht? Der ist doch total logisch, der liegt auf der Hand. Dann schreibt den gerne mal in die Kommentare. Was du meinst mit der Regulierung, ne? Dass es irgendwo, dass es politisch festgesetzt sein muss. Ganz ehrlich, wir zahlen auch alle verdammt viel Geld dafür, dass wir damit fahren dürfen. Wir zahlen Steuern, das Auto an sich. Okay, sehr gut. Ich bin gespannt auf eure Kompromissvorschläge. Und wir fangen an mit dem gelben Feld. Was habt ihr euch überlegt? Also wir haben uns überlegt, Autos nicht zu verbieten, aber Raum für mehr Parkplätze zu schaffen, und zwar nicht auf den Straßen, sondern tatsächlich entweder Ausbau im Untergrund, also mehr Tiefgaragen oder mehr höherstöckige Parkhäuser für Anwohner, aber auch Besucher von Innenstädten. Und eben auf Innovation zu setzen. Also das hatten wir auch schon öfter angesprochen, vor allem Pool-Services auszuweiten, Shared-Services auszuweiten, den Menschen diese Möglichkeit zu geben, sodass sie alle mitgenommen werden und eben auch wirklich die ganzen Potenziale zu nutzen, die in der Digitalisierung liegen. Ja, da kann man das Ganze verbessern, dass gerade der ruhende Verkehr reduziert wird, dass auch gerade auf öffentlichen Plätzen mehr Platz geschaffen wird. Da sind wir ja quasi auf der Seite, das wollen wir ja auch. Und da gibt es mit vernetztem Verkehr, mit automatisiertem Fahren, was irgendwann auch Realität sein wird, und mit Kommunikation unter den Fahrzeugen so viel Potenzial, um das ganze Situation zu verbessern. Und das sollten wir jetzt nutzen. Dazu kommt noch auch natürlich der Ausbau von den öffentlichen Verkehrsmitteln, damit es einfach attraktiver gemacht wird, damit vielleicht wirklich ein paar Leute vom Auto umsteigen auf die öffentlichen Verkehrsmittel oder einfach sagen, okay, komm, ich fahre von A nach B, ich muss gar nicht umsteigen, es sind nur zwei Busstationen, ich erledige das dann doch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, und dass es so einfach ein bisschen interessanter wird. Und natürlich die Taktung auch verkürzt wird, dass man nicht mehr so lange Wartezeiten hat, dass man auch nicht irgendwie mit 40, 50, 60 anderen Leuten sich in einen U-Bahn-Waggon quetscht, sondern dass es einfach auch angenehm ist, damit zu fahren. Und was uns halt so geeint hat, ist gesagt, dass wir gesagt haben, letzten Endes muss wirklich jede Lebensrealität betrachtet werden, sodass jeder Mobilität hat. Das ist euer Kompromissvorschlag. Was sagt ihr, grünes Feld? Würdet ihr euch auf die andere Seite einen Schritt auf sie zubewegen? Also ich bin ja schon eher einen Schritt zurückgegangen, weil ich finde es zwar gut, vor allem den ÖPNV auszubauen, aber gerade wenn es um die Parkflächen geht, finde ich, ist genau der falsche Weg, gerade in der Stadt. Also ich meine, wenn ich mir überlege, wir brauchen hier Wohnraum oder Grünflächen oder alles Mögliche, aber wirklich keine Parkhäuser. Also das finde ich, es geht total in die falsche Richtung, und da würde ich mich auf jeden Fall gegen sperren. Katja Raul, ist das auch der Grund, warum ihr stehen geblieben seid? Mir geht es halt nicht weit genug, weil diese Wins hätten wir alle vor 10, 20 Jahren schon haben können. Das sind jetzt alles relativ neue, alte Erkenntnisse, weswegen ich da bin, wo ich jetzt bin, und keinen Schritt weitergegangen bin, weil ich dachte, ja, okay, Binsenweisheit. Vielleicht ändert sich das ja mit eurem Kompromissvorschlag. Den könnt ihr gerne der anderen Seite jetzt vortragen. Wir haben gesagt, dass der Staat
in die Verantwortung genommen werden muss, ab nächstem Jahr beispielsweise dafür zu sorgen, dass er die Automobilindustrie, wenn er sie fördern möchte und subventionieren will, weil alle danach jammern, dann mindestens genauso viel Geld investieren sollte in Alternativen, also in ÖPNV, und dabei berücksichtigen sollte, dass die Party, die Automobilindustrie die letzten 30 Jahre hatte, und deswegen vielleicht sogar auch die Alternativen 30 Jahre lang bevorzugen sollte. Und dass gleichzeitig quasi, was die Flächengerechtigkeit angeht, dem Rechnung getragen wird, dass geschaut wird, dort, wo es schon Alternativen gibt, wie jetzt zum Beispiel vor allem in Städten, dass dort der Raum auch neu aufgeteilt wird und dass dann zum Beispiel Parkraum schrittweise reduziert wird und der Raum beispielsweise in der Buslinie oder dem Radverkehr zugesprochen wird. Und ich darf in Österreich beraten, die Klimaschutzministerin, die macht so, dass sie immer aufs 1,5-Grad-Ziel guckt. Sie will Österreich zu einem bestimmten Punkt klimaneutral haben und sie schaut drauf, was macht diese Maßnahme, wenn wir sie umsetzen, erreichen wir damit das Ziel eher oder fallen wir sogar noch zurück? Also sowas wie Bonus-Malus-System, und das würde ich hier in Deutschland auch gerne haben. Das ist aber kein Kompromiss, das ist nur eure Meinung, die ihr weiterhin vertritt damit. Also Kompromiss wäre ja jetzt irgendwie auf uns zuzugehen, um dass zum Beispiel nicht alle Autos abgeschafft werden müssen. Genau. Was wäre aber wir fordern nicht, dass alle Autos abgeschafft werden müssen, sondern was das. Ihr kriegt ja weiterhin auch Geld, aber die anderen Systeme kriegen auch Geld. Ich glaube, das Problem bei dem Kompromissvorschlag ist, Raul, das war bei dir in der Äußerung so ein bisschen das, was ich eigentlich schade finde, ist dieses Feindbild aufgebürdet wird. Der Autofahrer, die Party der Autofahrer, die Party der Automobilindustrie. Das sind so diese alten Rollenbilder, die einfach wirklich, also ich glaube, wenn man Zukunft denken will und Zukunft machen will, dann hilft es nicht zu gucken, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist oder welche alten Vorurteile man noch gegen gewisse Gruppen hat, sondern man muss sich halt wirklich dem Hier und Jetzt stellen und dialogbereit sein und gucken, wie kann man einander irgendwie verstehen und Lösungen finden. Also ich glaube, wir kommen nur dann weiter, wenn wir alle gemeinsam, auch die bisher Geförderten, einfach mal reflektieren, was für Privilegien sie in den letzten Jahrzehnten eigentlich genossen haben. Von Abwrackprämie bis hin zu einfach kostenlos Liefern von Straßen. Dass wir dann eben auch dafür genauso kämpfen müssen, dass es günstige Alternativen gibt, dass es Ausbau der Deutschen Bahn ist, dass es die Weiterentwicklung von ÖPNV ist, dass es weniger Parkplätze und mehr Raum für Kinder und Familien in Großstädten gibt. Wir haben uns jetzt eure Seite auch mal angehört, ihr habt uns unsere Seite angehört und wir haben halt auch einen ganz guten Vorschlag eigentlich gemacht, der ja irgendwie bei euch auf Metall getroffen ist. Und vielleicht denkt ihr auch noch mal ein bisschen drüber nach. Also beide Seiten einfach mal. Ihr habt ja eure Punkte bereits genannt, ja. Ihr habt eure Punkte genannt und ihr kommt nicht zusammen und das ist komplett okay, weil dafür ist in diesem Format auch Raum. Trotzdem habt ihr genügend Kompromissvorschläge und Argumente bereits ausgetauscht und ich glaube, so wie ihr gerade steht, das macht ja auch deutlich, wie schwierig diese Debatte ist und wie viel häufiger wir vielleicht auch noch in diesem Format und grundsätzlich in der Gesellschaft darüber diskutieren müssen. Deswegen danke ich euch, dass ihr euch zumindest so weit bewegt habt und ja, vielen Dank für die Diskussion. Ja, ich habe hier zum Beginn der Folge noch komplett überambitioniert gesagt, dass ich sehr optimistisch bin, dass wir heute den einen oder anderen Kompromiss finden werden. Und seien wir mal ehrlich, wir haben eigentlich keinen wirklichen Kompromiss gefunden. Niemand war am Ende im Kompromissfeld. Und das ist auch komplett okay, hat mich aber trotzdem überrascht, weil ich nochmal gemerkt habe, wie emotional diese eigentlich ziemlich technische Debatte über Mobilität am Ende dann doch ist. Und das zeigt ja nur, dass sie uns alle betrifft. Wenn ihr mehr von diesen Debatten sehen wollt hier auf diesem Kanal, dann folgt dem sehr gerne, könnt ihr hier machen. Hier oben findet ihr ein weiteres Video von 13 Fragen. Und hier unten ein weiteres Video zum Thema.